Das Spiel des Tages in der zweiten Hauptrunde des AOK-Landespokals heißt Borussia Pankow gegen Viktoria Berlin. Ein 6-Ligen-Unterschied klafft zwischen beiden Mannschaften von der Kreisliga B Staffel 3 bis hoch in die Regionalliga Nord. Motivation und Mentalität sind da ein ganz großes Stichwort. Felix Weber, das Vorbild dafür. Adduktorenzerrung hin oder her, er steht heute von Beginn an zwischen den Pfosten. Der Regionalliga Sechste in den hellblauen Trikots von links nach rechts kommt schnell in die ganze Veranstaltung hier rein. Maywald auf Nick Amatej-Szarkowski und nach 4 Minuten steht es 0:1 für die Viktoria. Szarkowski dämpft schon mal so ein wenig die Pankower Hoffnungen. In der Regionalliga hat er in dieser Saison schon 4 Treffer erzielt. Den anschließenden Ausgleich jedoch müssen wir Ihnen leider vorenthalten. Grund dafür waren technische Probleme. Da war wohl unser Kameramann ein wenig überfordert. Wir bitten um Entschuldigung. Seit dem zwischenzeitlichen 1:1 tun sich die Gäste allmählich schwerer, auch weil Pankow das richtig gut verteidigt. Nick Amatej-Szarkowski mal aus der zweiten Reihe. Ganz sichere Parade vom verletzungsgeplagten Felix Weber. Die engagierte Vorstellung seiner Mannschaft sorgt auch für richtig gute Stimmung auf der Tribüne. In der Folge wartet die Viktoria geduldig auf den Durchbruch. Die ganz hundertprozentigen Möglichkeiten gab es noch nicht. Hier haben Yilmaz und Szarkowski ein bisschen Glück, dass sie den Ball noch irgendwie unter Kontrolle und über die Linie bekommen. Erneute Führung, Viktoria 1:2 durch Nick Amatej-Szarkowski. Bisschen Pfosten- und Ballglück gab es hier. Kein Abseits entgegen der Proteste der Gastgeber. Pankow zwar im Mittelfeld, logischerweise mit den deutlich geringeren Spielanteilen, jedoch setzten sie häufig auch mal gefährliche Nadelstiche in Form von Kontern. Das war mal allererste Güteklasse von Klaas Weiland in dieser Situation und Viktoria haderte jetzt mit der ein oder anderen Situation. Denn erst kurz vor der Pause kommen die Gäste so richtig zielstrebig vor das Tor. Nick Amatej-Szarkowski, wer sonst mit dem 1:3 5 Minuten vor der Pause und sein dritter Treffer am heutigen Tage fällt in eine Zeit, in der die ersten Kräfte schon zu schwinden scheinen. Die zahlreichen Zuschauer waren natürlich trotzdem mit dem Auftritt ihrer Mannschaft hoch zufrieden. Das Blatt, es wendete sich allerdings komplett in Halbzeit 2. Viktoria ganz im Gegenteil zum ersten Durchgang jetzt viel präziser und zielstrebiger im Angriff. Genauso wie hier beim 1:4 durch Nick Amatej-Szarkowski. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Das 1:5 nur wenige Augenblicke später der Ball in die Mitte. Szarkowski hatte hier auch noch eine Fußspitze dran. Dementsprechend sein 5. Tor am heutigen Tage. Genauso wie Bengas Solomon Junge Abiol mit dem 1:6. Das 1:7 folgte dann auch schnell durch Timur Geiretz. Pankow jetzt ohne die nötigen Körner ließ es einfach über sich ergehen. Und wen haben wir vergessen? Natürlich Nick Amatej-Szarkowski bringt nochmal einen rein und das war es noch nicht. Szarkowski, ja, Sie ahnen es, hat auch hier nochmal die nächste gute Aktion ganz frei vor dem Tor. Pankow zeigte in der Phase keine Gegenwehr mehr und dann macht es kurz vor Schluss Tobias Gunte noch zweistellig in dieser Aktion mit dem direkten Spannschuss in die untere linke Ecke. Der wahre Held des Tages stand jedoch im Tor der Gastgeber. Felix Weber mit einer sich verschlechternden Adduktorenzerrung plus einer Handverletzung, die er sich bei dieser starken Parade zugezogen hat nach dem Freistoß, zeigte trotz der 10 Gegentore mehrere bärenstarke Reflexe und Paraden, genauso wie in dieser Situation und faltete sich über die kompletten 90 Minuten. Das ist ganz großer Kampfgeist, das ist Kreisliga und er war natürlich unter anderem nach dem Spiel bei uns am Mikrofon. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Kämpferherz in mir drin, der muss halt natürlich da sein. Wir sind ein Team, wir gehen als Team rauf, wir gewinnen als Team, wir verlieren als Team
Heute haben wir, denke ich mal, uns trotzdem sehr gut präsentiert gegen Regionalligisten. Es sind trotzdem letzten Endes 6 Ligen, die Unterschied sind. Unterm Strich ist aber nachher das normale Ergebnis rausgekommen, weil wir uns dann zweite Halbzeit besser an die Rahmenbedingungen gewöhnt haben, haben besseren Fußball gespielt, schneller gespielt, haben dann auch im letzten Drittel dann einfach präziser reagiert und agiert. Und deshalb ist das Ergebnis, das ist jetzt völlig sekundär, dann aber auch okay. Kämpferische gute Leistung. Gerade erste Halbzeit haben wir auch taktisch gut verschoben. Aber zweite Halbzeit halt war die Kraft halt so ein bisschen weg. Hat man auch gemerkt, ab der 60. Minute haben sich schon angefangen, meine Spieler nachzudehnen. Ja, und das ist natürlich immer ein Zeichen, dass man langsam an die rote Grenze kommt. Ja, Nick hat auch schon in der Liga öfters getroffen. Da, wo er steht, da brennt. Und er hat heute wieder gezeigt, dass er ein Goalgetter ist. Und hoffentlich geht es in der Liga für ihn so weiter. Weiter dranbleiben heißt es natürlich auch für Sie. Wir zeigen im Laufe dieses Jahres noch ein Heimspiel von Borussia Pankow in der Kreisliga B Staffel 3. Also dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.